It was at this moment that he knew. He fucked up. Hey guys, it's Ambrose here, back with a brand new video! Nein Leute, es war nur Spaß. Ja, ich bin's wieder, euer Ambrose. Und das war ein kleiner Meme für ein Bold Tricks. Hab mir mal was gegönnt. Und ja, ich hatte mir gedacht, ich mach mal ein bisschen Heli Ice Village und teste das mal mit diesem neuen Eco, diesen Salzwunden. Ich habe auch ein Video, das habe ich heute Mittag mal schnell nochmal auf jeden Fall recorded über Battles TV. Da hatte ich, glaube ich, in Runde 7, 6 oder 7 irgendwie so um die 1000 Eco. Ich glaube, bei Runde 20 war ich über 5000. Und Runde 28 und 29 war ich bei 10.000 Eco. Und habe dann aufgehört zu Eco. Habe da einfach nur ein bisschen rumgetrollt. Falls ihr mal Bock habt auf dieses für mich jetzt ultimative Eco-Game, kann ich das auch nochmal hochladen. Auf der anderen Seite denke ich mal, es wird viele Eco-Maps oder diese High-End-Eco mit diesen Salzdingern da geben. Und deswegen habe ich es erstmal nicht hochgeladen. Aber wie gesagt, ich habe es archiviert, gespeichert. Und wenn da Wünsche sind, kann ich es auf jeden Fall wiederbringen. Ja, hier zu diesem Game, ich mache jetzt eine Nachkommentierung. Wer hätte es gedacht, das Spiel läuft jetzt auf etwa 170% Wiedergabe und dann wird es jetzt keine 2 Stunden dauern, dieses ganze Video. Ich habe, glaube ich, 3 Videos jetzt aufgenommen. Ja, was heißt offene Wunden? Wie man hier schon sehen konnte, werde ich dann im nächsten Game nochmal genauer forcieren. Wir versuchen unserem Gegner irgendwie am Anfang des Games oder auch Mitte des Games ein bisschen zu leaken, oder dass er ein paar Sachen durchlässt, und kurz vorher drücken wir dann auf offene Wunden oder Salzwunden oder wie auch immer das jetzt heißt, und dadurch bekommen wir pro Leben, das er verliert, also pro roten Ballon ist halt ein Leben, ein blauer Ballon 2, grün, gelb und so weiter exponentiell nach oben, bekommen wir jeweils $20 extra Income, und so kann es halt sein, dass man nach Runde 1 schon bei 450 Eco ist, obwohl man noch gar nichts gemacht hat. Und dann hat man so viel Eco, dass man die gar nicht ausgeben kann, also mit Senden, dass man quasi beim Senden, weil wenn man blau oder grün sendet, ja, so viel Eco und dann 450 Eco hat auf Runde 2, sammelt man Income die ganze Zeit an und ja, kommt gar nicht mehr hinterher. Und so hatte ich dann halt auch dieses eine Game, wo dann halt übelst viel Eco war. Und hier sieht man auch wieder, ich versuche immer das zu senden, um ihn quasi dann unter Druck zu setzen, bisschen, ja, ein paar Leben zu verlieren. Und hier war jetzt eben mein Salz auf Cooldown, deswegen hat es mir da nicht so viel gebracht. Aber mal unter uns, es ist eine komplette Meta-Änderung. Momentan bin ich jetzt nicht so super happy darüber, weil aktuell ist es nur ein taktisches Geplänkel, wer kann wen da als erstes irgendwie auf Runde 1, 2, 3, 4 zum Leaken bringen, diese offene Wunden, Salzwunden-Dinger da aktivieren, und kann sein, dass du halt in Runde 2 oder 3 schon das Game für dich entschieden hast, weil wenn du es schaffst, 200 Eco direkt am Anfang mehr zu haben als dein Gegner, dass jede 6 Sekunden mehr hast, dann bist du nach einer halben Minute bist du schon mit 1000 Einkommen vorne, und was will der Gegner da machen? Ja, also ich sag mal so, auch für Farmspieler, man kann es countern, indem man dieses Spiegeldings da macht, wo man dann quasi bis zu 700 Income dann quasi auch hochgesetzt bekommt, das geht. Aber es ist halt alles momentan auf einer Tier 1 Power-Geschichte basierend. Und ja, bin ich jetzt nicht so der Riesen-Fan von, muss ich ehrlich sagen. Hier im zweiten Game hat mein Gegner gedacht, Cobra trollt mich. Für mich kein Problem. Ich gehe ganz einfach wieder Heli Ice Village, kann ich auch mit Game, Late Game alles super packen. Er setzt, um keine Leben zu verlieren, hier seinen Glues ein. Hier am Ende war ein bisschen knapp bei ihm. Ich habe direkt meine Salzgedinger da aktiviert, und ja, man sieht jetzt Runde 4, ich bin bei 500 Income. Übelst, wirklich übelst
stark für mich, aber hier konnte ich mir schon direkt sagen, okay, mein Gegner hat verloren. Was will er jetzt machen? Ja, ich habe so viel Income, man sieht mein, wenn wir einfach mal schauen, ich habe jetzt 1600, bei 30 habe ich, bin ich gleich bei 2000. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Kohle und kann mir ohne irgendwie Probleme einfach einen zweiten Heli auf ein 1-0er Upgrade leisten. Und was soll er mir jetzt senden? Er könnte mir jetzt auf Runde 6 gelbe senden, pausenlos, die könnte ich auch defenden, geschweige denn von den grünen. Und ja, das heißt, mein Ziel war es dann einfach weiter hinzugehen und sagen, okay, ich setze ihn so ein bisschen unter Druck, gucke, mit was kann ich ihn zum Liegen bringen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der Bomb Tower kann keine schwarzen poppen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache ein paar schwarze auf Regrow. Und gleich sieht man, dass die ein, zwei Schwarzen, die angegriffen wurden, die sich wieder regenerieren und er dadurch liegt. Und ja, das war für mich dann wieder quasi der Kernelement, um dann auf Runde 9 über 1000 Eco zu haben. Und ja, auch in dem Moment war er dann Geschichte. Dann ist die Frage, was hat er noch als dritten Tower? Weil wir einen 3 Tower Moabit Loadout haben, sehe ich, oh, ein Wizard. Also Cobras haben keine Camo, der Bomb Tower hat keine Camo, nur der Wizard. Und was, welche Schwächen könnte ein oder zwei Wizards haben, die auf einem 2-2 Upgrade sind? Richtig, wie heißt das? Keramics sind da schwierig, da für die zu ploppen, weil die mehrere Schichten durchbringen müssten. Und da habe ich mir gedacht, okay, mal gucken, wie viel Camo Detection hat der Kollege? Nicht so viel. Habe bei mir auch nochmal meine Village auf ein Camo Detection upgegradet. Und hier mache ich ein paar LEDs, um ihn abzulenken. Den Camo Ceramic und dann ein paar Pink darüber, dass er es möglichst spät sieht. Und bis er geboostet hat, ist er schon down. Jo, das war easy peasy. Und dann haben wir im nächsten Game, ich glaube, das ist quasi das Game, was jetzt auch dann im Intro entstanden ist. ein kurzes Troll-Game. Da habe ich auch noch ein, zwei andere, wo die Leute auf Runde 1 dann geleakt haben und gesagt haben, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich surrender sofort. Ja, hier habe ich noch gedacht am Anfang, oh super, man versiert der Gegner. Hab mich schon gefreut, um vielleicht auch mal so ein bisschen Late Game dann zu zeigen. Also mal mehr als Runde 15. Und er spammt erst noch seine Farms, habe ich gedacht, okay, jo, kann er machen, kann ein bisschen Micro-Battle, wenn er will, soll er machen. Setzt seine Farm, hi, jo, ich bin auch dabei, Facepalm und dann offene Wunden. Und jetzt sieht man im Hintergrund, ich bin 430, 450, Runde 1, 450 Income, Leute, was geht ab? Hat er schon verloren, ja. Hat er sich eigentlich ganz clever angestellt, hat sich die Zeit gespart zu sagen, hier, das wird eh nichts mehr. Ich hätte ihn pausenlos mit roten, blauen, grünen, gelben einfach konstant hinterher senden können. Hier habe ich mal kurz geschaut, wie lange die Aufnahme schon ging. Und der hätte da auf jeden Fall keine Schnitte mehr gehabt. Und ja, dann habe ich erstmal kein Game gefunden. Aber ja, was... Es ist auf jeden Fall mal wieder eine dynamische Änderung, aber es läuft alles darauf hinaus. Wenn man es später mal, also man muss warten, bis mal die höheren Eco-Powers hat, läuft alles in Zukunft darauf hinaus, dass man ja mehr ins Late-Game geht. Ja. Also ich kann mit diesen offenen Wunden, Salzwunden da, muss ich mal gleich anschauen, wie es richtig heißt, so viel Income verschaffen, dass ich übelst stark bin, dass ich nahezu jeden Rush verteidigen kann, weil ich hier einfach Tower spammen kann, ohne da irgendwie Einschnitte zu haben. Und das gleiche ist beim Gegner auch. Hier hat er jetzt gedacht, okay, er setzt seinen Boot Tower. Ich habe aber gesehen, dass ein paar rote hinterherkommen und die kann ich mit meinen roten eigenen überdecken. Und habe einfach spekuliert, dass er die nicht verteidigen kann. Ich habe jetzt zwar nur 5 Leben oder jetzt dann später halt dann ein paar mehr, aber auch diese 5 Leben hätten für mich schon gereicht, weil das wären 100 Income mehr auf Runde 1 oder Runde 2 dann, wäre ich super mit zufrieden. So hatte ich natürlich noch einen Bonus, aber hier, ganz ehrlich, habe ich schon gedacht so, hey, 450 Income, what? Der hat schon so gut wie verloren. Dann sendet er mir im Quickshot ein paar Pinke und schafft es auch zu liegen, hat auch diese Salzwunden. Ich dachte, okay, jetzt hat er ein bisschen einen kleinen Comeback. Ist nicht verkehrt, aber so wird es vielleicht nochmal ein bisschen spannender. Auf jeden Fall hat er dadurch jetzt bei 5 Leben mal 20, 100 Income mehr, also dürfte jetzt so bei 310, 320 sein mit seinen Pings, die er da gesendet hat.
Ja, für mich ist es immer noch dann hier bei den Spekulationen immer auf den Gegner zu achten, wie viel Verteidigung hat er. Er muss natürlich jetzt auf jeden Fall overdefend einen Tick, weil er will kein Leben verlieren. Das ist natürlich dann der Counterpart, um meine Eco-Power, dass ich die halt nicht ausspielen kann. Und wenn man jetzt mal schaut, ich habe 800 Income auf Runde 8, ist schon mal solide. Er sendet mir jetzt gelbe, um mich dann quasi davon abzuhalten, irgendwas zu machen. Lass mich davon aber nicht beirren, sende ihm gelbe und ja, er verliert wieder Leben und auf einmal, zack, bin ich bei 1150 Income. Not that bad, ja. Runde 10 kommt, ich kann konstant senden oder halt jetzt auch gleich Defense aufbauen. Ich weiß natürlich auch für mich, sein Ziel ist auch, mich jetzt zum Leben zu bringen und deswegen baue ich lieber ein bisschen safe und ja, möglichst einfach keine Leben zu verlieren. Weil, wenn man jetzt mal überlegt, der konzentriert sich jetzt so sehr auf seine Verteidigung, auf mich und so weiter, dass er selber nicht zum Farm kommt. Normalerweise hätte der ja schon 4-5 Farms haben können und entweder auf BIA gehen oder auf eine 4-2er Farm. Und ja, jetzt wollte er ein bisschen greedy sein, habe ich ein bisschen was Stärkeres gesendet. Bin jetzt aber bei 1600 Income auf Runde 15. 1500 bin ich froh, wenn ich die auf Runde 21, 22 habe. Dann ist schon alles super happy. Und jetzt, ja, was soll er groß machen? Ich kann jetzt hier ein paar 3-2er Heli spammen. Weil ich weiß, er hat Quickshot und könnte mir Ceramics oder irgendwas rübersenden, dass ich die auf jeden Fall floppe. Ich overdefende jetzt auch, werde aber dafür gar nicht so groß bestraft, weil ich halt einfach eine super starke Eco-Line hinten dran habe. Und mein Gegner kann in dem Sinne eigentlich gar nichts mehr machen. Runde 19 über 2000, das ist schon übelst bad. Bin auch mal gespannt, ich denke mal, Ninja Kiwi wird das nochmal ein bisschen nerven. Ich denke mal, wenn man das halbiert, ist immer noch sehr stark. Balancing ist, glaube ich, dann eine schwierige Geschichte. Ich habe auch gegen Stärkere schon gespielt, im Red Bloon, an, wann war das, Mittwochmorgen. Da war es noch bei vielen nicht so bekannt und die habe ich dann auch in der Runde 2 zerlegt, wenn die auf Farben gegangen sind. Das war nicht feierlich. Aber hier kann man schon sagen, 3000 Income, also jetzt kann ich ja konstant Pink senden und gleichzeitig, also ab 2750, 760, kann man konstant Pink senden und baut gleichzeitig seine Bank auf oder sein Guthaben. Und das mache ich in dem Moment. Wenn er mir jetzt irgendwas senden sollte, ich kann direkt was mit einem Eis verlangsamen, mir einen 4er Heli holen, zur Not auch schon 2, oder warte nochmal 12, 18 Sekunden und habe dann alles. Und jetzt sendet er mir auch in so, mein Gott, ich ja, baue mir einfach einen super Heli, slow ist nochmal. Und falls wer es noch nicht kennt, man kann einfach ein 3-0er und ein 2-3er Eis nebeneinander bauen. Der 3er Eis slowt alles, was in der Gegend ist, sieht man hier. Und der 2-3er Eis macht einfach alles kaputt. Und ja, dann brauche ich einfach nur noch zu schauen, dass ich die BFBs und Moabs alle klein schreddere und die kleinen Ballons, die werden dann einfach da zerlegt und easy peasy. Den so Mike defendet. Damit hat er sich jetzt seine Eco-Line komplett zerstört. Er kann jetzt nur noch von den Farms her Einkommen leben. Und da sieht man, dass er einfach mega behind ist. Jetzt muss er ein bisschen Defense aufbauen. Hab gesehen, oh, der ist bei den AIs, weil er muss ja schon Damage boosten. Nicht unbedingt super, das heißt, er war so greedy und dann sende ich ihm einfach Regrow Rainbows, um ihn einfach nochmal weiter zu forcen, nochmal übelst Defense aufzubauen. Das hat ganz gut geklappt und ja, der hat jetzt keinen Damage Boost mehr, kein gar nichts. Sein Ego ist mega bad, da habe ich angefangen ein bisschen zu trollen. Habe gedacht, ich guck mal, ob ich nochmal mache, aber der hat jetzt übelst viel Boote dahingestellt. Hab ich dachte, vielleicht mache ich es mit Leds, weil die Boote halt natürlich die Leds nicht kaputt machen können. Aber die Zauberer vorne, die floppen die und dann zerstören die. Ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen ein Hintertreffen mit meiner Eco, aber ich bin immer noch so weit vorne, das kann er gar nicht mehr aufholen. Und ich habe noch meinen Spike Storm oder beide Spike Storms, komplett Damage Boost. Ich kann locker bis Runde 50 gehen.
Und ein riesen All-Out kann er bei mir auch nicht raushauen, weil er hat ja halt keine Farms. Er kann mir nicht für eine halbe Mio so mal Guts senden, sondern wenn er die jetzt verkauft, ja, das sind 15 so mal Guts. Die kann ich jederzeit locker defenden. Und ja, dachte, jetzt baue ich dann auch schon mal ein bisschen auf, weil Runde 32 sollte man sich immer ein bisschen wappnen davor, dagegen. Und dann bin ich gerade am Basteln und ich sehe, okay, bei ihm wird es wieder knapp bei Runde 31 und Runde 32, jeder kennt es, die ganzen CC-Dinger da, auf einmal macht es plupp und der Gegner ist down. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne ein paar Kommentare da, Fragen, die ihr habt, Wünsche. Und beim nächsten Mal, denke ich mal, ist Bloons CD6 dran. Haut rein, macht's gut, ciao, ciao.